So, ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Auch in dieser Ausgabe war ich für euch auf den Fußballplätzen in unserem Sendegebiet unterwegs. Und das sind die Themen: Saisonvorbereitung, der SC Golling erreichte gegen die U19-Mannschaft des TSV 1860 München ein 2:2 Unentschieden. Zweite Landesliga Südreserve, der SC Leogang setzte sich klar gegen den FC Kaprun durch. Und zweite Landesliga Süd Kampfmannschaften, das Spiel SC Leogang gegen Kaprun wurde beim Stand von 1:0 für die Gäste nach einer Halbzeit abgebrochen. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema und da darf ich euch das Spiel zwischen dem SC Golling und der U19-Mannschaft des TSV 1860 München präsentieren, das im Rahmen der Saisonvorbereitung stattfand und bei dem es insbesondere in der zweiten Halbzeit Tore zu sehen gab. Wie sich diese Tore aufteilen, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Beim Spiel des SC Golling gegen die U19 des TSV 1860 München zunächst einmal die in Gelb spielenden Gastgeber am Ball. Versuchen es, der Ball geht allerdings nicht ganz in das Out. Neue Kontermöglichkeit, aber kein Problem für den Goalie der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Pass. Gute Aktion, bleibt allerdings hängen. Schuss. Immer noch die Geste am Ball. Und jetzt wieder. Es steht nach wie vor torlos 0:0 in dieser Begegnung. Auch absolut verdient, wie ich finde. Hier noch ein Rückpass, der allerdings für einen Goalie nicht wirklich ein Problem darstellt. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gollinger sind weit in der gegnerischen Hälfte. Pass, Rückpass, der TSV 1860 München ist dran, jetzt wieder auf Seiten der Gäste, die jetzt wieder einen Angriff starten. Pass, das Spielgeschehen allerdings im Mittelfeld statt, daher logischerweise kein Treffer und der Spielstand nach den ersten 45 Minuten lautete torlos 0:0. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal die Gäste am Ball, aber auch dieses Mal konnte sich der Goalie des SC Golling auszeichnen. Jetzt wieder Pass, schöner Versuch und auch dieses Mal gute Aktion vom Goalie des SC Golling, der bis dahin sehr gut spielte. Dann Ecke. Kommt hinein zur Mitte und Tor 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Keine Chance für den Goalie des SC Golling, da irgendetwas zu machen. Und der Jubel natürlich groß. Dann wieder ein neuer Versuch. Der Goalie der Gäste stürmt heraus und das war ein klares Elfmeter-Foul. Brauchen wir hier nicht unbedingt zu diskutieren. Der Elfmeter wird ausgeführt. Schuss und Ausgleich zum 1:1. Auch da hat man als Goalie keine Chance, aber wie wir vorher gesehen haben, war dieser Elfmeter absolut gerechtfertigt. Dann wieder die Geste. Schöner Konter, können sich den Ball zurückerobern. Pass, Nachschuss und Tor 1:2 aus Sicht der Gastgeber. Keine Chance für den Goalie des SC Golling, da was zu machen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Wird nicht attackiert. Schuss und Tor, Ausgleich zum 2:2. Und dieses 2:2 ist auch der absolut verdiente Endstand in dieser durchaus interessanten Begegnung, die erst in der zweiten Halbzeit Tore hatte. Ein gerechtes 2:2 Unentschieden. So lautete also das Ergebnis vom Spiel des SC Golling gegen die U19-Mannschaft des TSV 1860 München, der wie gesagt bei einem Testspiel hier in unserem Sendegebiet im Einsatz war. Da ich natürlich weiß, dass auch in unserem Sendegebiet einige
Fans dieser Mannschaft zu sehen sind, war es natürlich auch für mich naheliegend, über dieses Spiel zu berichten. Als nächstes darf ich euch in den Pinzgau nach Leogang einladen, denn da fand ja auf dem Sportplatz Sonnrhein das Reservespiel zwischen dem SC Leogang und dem FC Capron statt. Dieses Spiel brachte ein klares Ergebnis, wie wir im folgenden Beitrag sehen werden. Beim Duell der Reservemannschaften des SC Leogang gegen jene des FC Capron zunächst einmal den grau-weiß schielenden gestern Ball. Jetzt wieder ein Konter des SC Leogang 1B. Pass. Neuerlicher Versuch, aber der Ball geht ins Aus. Jetzt wieder ein Gelber. Herrlicher Konter über die linke Seite. Und kein Problem für den Caproner Goalie, dieses Schnurrhaus zu halten. Und die Gastgeber setzt nach. Schuss und wieder hat das Sicht der Goalie des FC Capron auszeichnen und einen sicher schönen Gegner verhindern. Jetzt wieder eine gute Aktion. Schuss und Tor, 1:0, herrlich herausgespielt, keine Chance für den Caproner Goalie, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder die Geste am Ball. Rückpass. Und der Ball geht ins Aus. Jetzt Freistoß. Schuss und Tor. Irgendwie landete der Ball im Tor. War schwierig zu erkennen aus dieser Perspektive, wie es dazu gegangen ist. Dann wieder ein neuer Versuch. Weiter Abschlag vom Leoganger Tor. Der Ball befindet sich im Mittelfeld. Neuerliche Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor, weiterer Treffer für den SC Leogang 1B. Herrlich herausgespielt und nicht ganz unhaltbar. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass. Wieder der SC Leogang am Ball. Rückpass zum eigenen Goalie, der allerdings den Ball aufnehmen konnte. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch. Immer noch eine weitere Kontermöglichkeit. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Überhebt ihn. Und jetzt wieder. Es steht bei dieser Phase bereits 6:2. Schuss. Kein Problem für den Leoganger Goalie, etwas zu machen. Und einen Gegentreffer zu verhindern. So geht es auch weiter. Wieder der FC Capron 1B am Ball. Schöner Versuch. Und der FC Capron bleibt dran. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es nichts ein. Der Ball geht ins Out. Jetzt wieder ein neuer Pass. Gut abgewehrt vom Goalie des FC Capron und mit vereinten Kräften können die Gäste den Ball vom eigenen Tor wegbringen. Jetzt wieder. Pass. Aber es ändert sich nichts. Die Gastgeber gewinnen diese Begegnung mit 7:3 und feiern somit einen verdienten Sieg in dieser Begegnung. 7:3, so lautete das aus Sicht des SC Leogang 1B erfreuliche Endergebnis und ich muss als Zuschauer auch sagen, dass dieses Ergebnis auch vom Spielverlauf her absolut in Ordnung geht. Von den Reservemannschaften kommen wir zu den Kampfmannschaften, die ja am gleichen Tag im Steinbergstadion im Einsatz waren und auch dort
gab es zumindest eine Halbzeit lang interessanten Fußball zu sehen. Eine Halbzeit deswegen, weil das Spiel nach der Halbzeit witterungsbedingt abgebrochen wurde. Und was es da so zu sehen gab, das sehen wir im folgenden Beitrag. Im Spiel der zweiten Landesliga Süd zwischen dem SC Leogang und dem FC Carbon zunächst einmal die im Blau spielenden Gastgeber am Ball. Das Spiel fand in der ersten Halbzeit bei starkem Regen statt und man sieht hier auf den Bildern sehr deutlich, dass das Spielfeld durchnässt. Jetzt zunächst ein Abschlag vom Carboner Tor. Immer noch die Carboner am Ball, jetzt einmal über dem Mittellinie, aber gleich darauf wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Der Ball geht allerdings am Tor vorbei. Spielstand fürs erste 0:0. Jetzt wieder weiter Abschlag. Der Ball geht in die Mitte. Die Gäste können sich den Ball wieder zurückerobern. Neuerlicher Versuch. Zieht ab. Und Tor 0:1. Daniel Mitter. Außer. Er erzielte den Treffer zum 0:1. Und es sollte so weitergehen. Zunächst einmal der SC Leogang am Ball. Gute Aktion. Bleibt hängen. Aber die Gäste können sich befreien. Steht nach wie vor 0:1. Ein Tor aus der 20. Minute. Jetzt wieder die Gastgeber am Ball. Der Nieselregen wurde stärker. Kontermöglichkeit. Und das war für einen Goalie wohl kein Problem, den Schuss abzuwehren. Dann wieder der SC Leogang. Eine Aktion. Wieder eine neue Kontermöglichkeit der Gastgeber über die linke Seite. Doch dieses Mal konnte sich der Goalie der Gäste auszeichnen. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Hat allerdings noch den Ball gespielt, somit kein Elfmeter für die Gastgeber des SC Leogang. Neuer Versuch. Pass. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit über rechts. Gute Torchance, die allerdings nicht verwertet werden konnte, denn der Abwehr der Gäste passte dieser Situation sehr gut auf. Dann wieder ein neuer Versuch. Es ändert sich nichts mehr und der Halbzeitstand lautete 0:1 und da das Spiel abgebrochen war das auch der 0:1 für den FC Capron. So lautete das aus Sicht des SC Leogang unerfreuliche Ergebnis nach der ersten Halbzeit. Allerdings wurde das Spiel ja witterungsbedingt abgebrochen, was wohl eine Neuaustragung erfordern wird. Wann diese Austragung stattfindet, kann man natürlich noch nicht sagen. Und ja, wie dieses neu ausgetragene Spiel ausgegangen ist, darüber halte ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Auch die Kampfmannschaft des FC Red Bull Salzburg, und damit sind wir in der Bundesliga, hatte den Heimauftakt in der Bullenarena und erreichte dort gegen den WHC ein glückliches 1:1 Unentschieden. Es ist allerdings zu sagen, dass die Leistung sehr, sehr verbesserungswürdig war, um es mal sehr vornehm auszudrücken. Ein Elfmeter, der nicht unbedingt sein hätte müssen, und damit einen Ausgleich aus einem schweren Abwehrfehler. So kann man einfach keine Spiele gewinnen. Und ja, es bleibt zu hoffen, dass die Salzburger Fußballbullen auch einmal den Ball im gegnerischen Tor unterbringen können. Mit dieser Aussicht sind wir auch schon wieder fast am Ende des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und verabschiede mich bis nächste Woche, wo ich mich dann melden werde. Bis dorthin wünsche ich
gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Marc.